Hallo, Caroline Lichtenberg hier mit das Thema dieser Woche. Und das Thema dieser Woche ist Vision. Vision hat mit dem Frühling zu tun. Mehr dann das Wetter diese Woche, hier schneit es. Und wegen das Element, das mit dem Frühling verbunden ist, das Holzelement. Auch im Holzelement verbunden sind die Leber und die Gallenblasen, allen an die rechte Seite unter deiner Rippe. Und die Energie von der Leber ist verbunden mit deinen Augen und auch deinen dritten Augen, deinen Vision auch. Ja, deswegen. Und diese Woche deswegen auch eine Übung, um dein Leber zu balancieren, um deine Vision so die Raum zu geben, um mehr zu erden, in deinen Körper zu kommen, in dein Hara zu verbunden mit der Erde zu werden, so dass du es auch deine Vision gestalten kannst. Machst du mit? Mach erstmal Kontakt mit deiner Leber. Erstmal energetisieren wir die Hände, wir reiben sie, lege sie auf dein Leber und lass die Energie in dein Leber fließen. Das gefällt dein Leber sehr. Dein Blick lässt du auf dein Gerät ruhen, wo du mich aufschaust, aber dein Blick wird entspannt, die bringst du hinter deine Augen, in dein Mitten, dein Raum, dein Kopfraum. Das ist die Stelle, wo du deine Vision empfangst. Bewege jetzt deine Hände zu deiner Milze. Die Milze gehört zum Erdelement, zum Spätsommer. Und sie hilft, um deine Vision zu erden, sodass du es gestalten kannst mit der Kraft von Mutter Erde. Beobachte die Energie in deiner Milze. Ist es anders dann in deiner Leber? Diese Übung hilft dir auch, wenn du Frust hast, wenn du Frust erfährst. Oder Wut. Jetzt auf eine Ausatmung drückst du deine Hand auf diese Stelle und reibst du drückend zu deiner Leber. So die Mause, die Daumen, Ballen von deiner Daumen und Hand, die drücken. Auf eine Einatmung reibst du sie wieder zurück. So aus. Ein, ohne Druck bringst du deine Hände wieder zurück zum Milze. Ein paar Mal. Atme ein und aus. Durch deinen Mund atmest du aus. Ein, ohne Druck, zurück und aus. Noch zweimal. Jetzt hat dein Leber die Energie der Milze empfangen. Beobachte, was das macht mit dieser Stelle. Lass die Hände auf die Stelle. Und dann bewegen wir zurück mit Druck auf eine Ausatmung zum Milze. Atmen wir ein und zurück und noch dreimal. Für das Hara. Für das Herz. Für deinen Kopf. Lass deine Hände jetzt auf dein Milze liegen und beobachte,
wie die Energie jetzt mehr ausgeglichen anfühlt. Lege dann deine Hände in deinen Schoß und in Gedanken verbindest du dein Leben mit deinen Augen und auch dein dritten Augen. Wenn du das gemacht hast, dann verbindest du deinen Kopf, dein Herz und Hara zueinander. In einer anderen Übung habe ich da mehr über erzählt. Jetzt machst du mit, nur in Gedanke, das Hara ist das Unterbauch. Wir haben die drei Dantiems, die verbinden wir jetzt miteinander. Dein Blick noch immer hinter deine Augen. Eventuell schließt du deine Augen. Du kannst auch eine Hand auf dein Haare, einen auf dein Herz liegen lassen. Und lass dann alles sanft werden. Liebvolle Sanftheit, wie eine Mutter für ihren Kind spürt. Und beobachte, wie sich das erdend anfühlt. Vielleicht hast du schon eine klare Vision und die empfängst du dann im Hara. Meine Vision ist, du in Yogis und Yoginis durch ganz deutschsprachiges Gebiet. Du siehst, wenn ich daran denke, dann empfinde ich Freude und Liebe und Sanftheit und Energie. Wenn du diesen öfter übst, dann kann das dir auch geschehen. Vielleicht spürst du es schon. Bestimmt. Du kannst in dieser Haltung dann noch, in dieser Situation noch eine Weile verweilen, aber für jetzt möchte ich gerne abschließen. Die Fingerspitzen am Erde, atmen wir ein, nie vergessen abzuschließen, bewege deine Arme hoch, schließe sie zueinander über deinen Kopf und auf eine Ausatmung zentrierst du dich in Mitte, bewegst du deine Hände zurück zum Erde. Noch zweimal. Ein, schließe deine Energie um dich her. Aus, zentriere dich in Mitte. Ein letztes Mal. Kopf, Herz, Haare. Dann bedanke ich dir für deine Achtsamkeit. Und möchtest du mehr wissen über Do-In-Yoga? Mal eine Stunde, eine richtige Do-In-Yoga-Stunde mitmachen mit körperlichen Übungen, Meditationsübungen, Selbstmassagen. Schau dann auf den Link hier unter diesem Film und trage dich ein für die gratis Do-In-Yoga-Stunde. Ich freue mich, wenn du das machst. Ich grüße dir. So machen wir das in Do-In-Yoga. Hoi!